Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch und ich will euch meine Meinung hier zu meinem Testwagen, dem Corvette Z06 Supersport Cabrio geben. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, es hagelt schon wieder. Ich hatte halt wirklich Pech mit dem Wetter. Wir können das selber nicht so planen. Wir planen den Testwagen teilweise 3-4 Monate im Voraus. Und ich habe gedacht, Mensch, im März hast du schon mal schönes Wetter gehabt zu deinem Geburtstag. Aber seit ich aus Amerika wieder hier bin, ist es nur am Gallern, zum Teil mit Hagel und kalt. Und ja, bevor ich nach Amerika geflogen bin, hatte ich einen Tag mit der Corvette. Da konnte ich es ein bisschen fahren im Trocknen. Bin ich aber dummerweise nicht offen gefahren. Gut, ich finde die Szenerie hier ganz schön. Bigger im Hintergrund, die Corvette im Vordergrund. Ungleiche Geschwister aus dem Hause Chevrolet, kann man sagen. Beide mit einem V8 bestückt, der natürlich sich ganz anders anfühlt. Ne? Er muss aber auch 2,6 Tonnen schleppen und der V8 ist ja ein bisschen anders. Dieser Kollege hier, ich habe über Motorswap nachgedacht. Ne? Merken die gar nicht, wenn ich den Wagen zurückgebe. Weil was mich hier wirklich gut gefällt, ist die Zylinderabschaltung, wenn du bei Teillast fährst. Da kannst du dann doch nochmal ein bisschen sparen. Gut, ich habe ja immer dieses Raster, nachdem ich neuerdings bewerte. Und die Corvette könnte ich jetzt einreihen, sowohl als Spaßauto, was ich auch mache, wie auch als Cabrio. Aber so ein richtiges Cabrio ist sie nicht, finde ich, weil dafür ist sie wesentlich zu sportlich. Meines Erachtens ist ein richtiges Spaßauto. Und ich glaube, die meisten Leute werden sich die Z06 eher als Coupé kaufen, um damit dann vielleicht doch mal auf die Rennstrecke zu gehen. Denn dafür ist die Z06 natürlich gedacht, ne? Die Corvette Z06 mit der ganzen Kraft. Nochmal in Richtung Wetter. Der Wagen hat ja Heckantrieb, 881 Newtonmeter. Ne? Kraft gehen quasi hinten auf die Hinterachse. Und wenn du dann bei so einem Wetter hier beherzt aufs Gas trittst, dann macht die eins, nämlich den Ententanz. Das schwänzelt dir hervorragend mit dem Heck. Kann Spaß machen, muss aber nicht. Und wenn du von A nach B willst, dann ist es wenig lustig. Der Jens hatte sie, als ich in Amerika war, und sagte, den einen Tag ist aus Hannover gekommen und hatte Schnee auf der Autobahn und ist dann so zwischen 60 und 70 gefahren, weil er einfach nur heile nach Hause kommen wollte. Und somit ist es bestimmt kein Winterauto, wobei ja, Die Hard kannst du natürlich auch machen. Optimal ist die Kombination. Ne? Ein für den Winter, ein für den Sommer, einer offen, einer geschlossen, das passt schon. Also trotzdem erfüllt die Corvette Z06 Supersport als Cabrio ihren Zweck als Spaßauto. Da gebe ich läppische 5 von 5 Punkten. Macht sie. Ja, du kannst mit dem Auto Spaß haben, bis der Arzt kommt. Ja, ist halt so. Aussehen. Ich beurteile das Aussehen bei der Corvette in zwei Phasen quasi. Außen und wenn du innen sitzt und rausguckst, ist aber eigentlich auch egal. Ich finde die richtig schick. 5 von 5 Punkten. Ich finde, der sieht richtig griffig und klasse aus. Wir haben ja immer so Vorurteile gegenüber den amerikanischen Autos. Ne? Irgendwas passt uns immer nicht. Zur Not die Spaltmaße. Ne? Zur Not holen wir immer die Spaltmaße raus. Ich finde aber, die Z06 sieht im Vergleich auch zu unseren deutschen Mitbewerbern, ne? Mercedes-Benz, GTR, Roadster, sinnliche Klarheit oder was auch immer. Nee, finde ich, hier kommt wesentlich dynamischer rüber. Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Schönes Auto natürlich. 911 ist immer ein schönes Auto. Aber finde ich sie halt auch vom Aussehen doch noch aggressiver und ja, ein bisschen hübscher, schöner gezeichnet. Und ja, Audi R8 Spider. Das ist natürlich viel Geschmackssache, aber mein Geschmack trifft die Corvette deutlich mehr. Und was ich vorhin eingangs meinte, ist, wenn du dann innen sitzt und quasi hier auf die beiden Kotflügel guckst, wo dann noch die Haube vorne so ein bisschen hoch geht, da ist schon lecker. Ne? Findet der Jan schon richtig, richtig lecker. Ja, gut. Brauchen wir nicht weiter reden. Fahreigenschaften gebe ich auch 5 von 5. Ich sag mal so, bei dem Wetter gebe ich auch gern mal 2 Punkte, aber das ist natürlich Schwachsinn irgendwie. Man muss sich halt dran gewöhnen und wenn sie meine wäre, würde ich sie wahrscheinlich auch nochmal ganz anders fahren. Und wenn man ein bisschen Strecke gemacht hat. Aber basierend auf dem einen trockenen Tag, ne, da hat man schon gemerkt, die läuft wirklich schön und nicht nur geradeaus. Früher hat man ja immer gesagt, Corvette kannst du kaufen, wenn du viel geradeaus fährst. Bloß Kurven solltest du nicht. Das hat sich ja, glaube ich, seit der 5. Produktgeneration deutlich
deutlich geändert. C4 war meines Erachtens noch so ein bisschen kritisch. C5 war dann schon sehr ordentlich. Auch vollkommen unterschätzt bei uns in Deutschland. Sonne. Und ja, die 7er hat ja durchweg positive Reviews gekriegt, seit sie vorgestellt ist 2013. Und man merkt das schon, ne? Du hast ein adaptives Fahrwerk, die liegt trotzdem knallhart auf der Straße, ist aber gar nicht unkomfortabel dabei und du kannst richtig schön ums Eck gehen, aber auch auf der Autobahn natürlich richtig schöne Geschwindigkeiten umsetzen. Wobei hier ausgestattet mit Winterreifen, abgeregelt bis 270, mehr war auch nicht drin. Ich bin aber auch maximal 250 gefahren mit dem Wagen. Und jetzt auch vor Amerika, wohlgemerkt. Trotzdem 5 von 5 Punkten, gilt auch für Beschleunigung und Durchzug. Jens sagte, auf dem Beifahrersitz kommt kein Kribbeln an. Ja, habe ich auch nicht das Gas durchgedrückt. Ne? Bin da noch mal mit einem Kumpel gefahren, abends einmal. Und der sagte, ja doch, geht schon ganz schön durch den Magen, das Auto. Ja. Joana hinter der Kamera reckt auch den Daumen nach oben. Ausstattung. 4 von 5 Punkten. Eigentlich ist alles drin, was man braucht, aber ein paar Sachen finde ich halt nicht ganz so schön. Findet man auch gleich nochmal wieder bei der Geschichte und von daher 4 Punkte. Kofferraum gebe ich 3 Punkte. Für ein Cabrio eigentlich gar nicht so klein. Vor allen Dingen, wenn du geschlossen fährst, bekommst du einen großen Koffer und einen kleinen Reisetrolley mit rein. Das passt schon. Trotzdem, das ist natürlich irgendwie für das Riesenauto so ein kleiner Kofferraum. Schockt eigentlich nicht so. Aber 3 Punkte ist ja auch nichts verloren. 287 Liter bietet der immerhin und das ist dann auch so Polo-Klasse fast. Ne? Aber sehr verwinkelt und auch nur, wenn das Verdeck halt oben ist. Dann kannst du das Verdeck nicht mehr machen. Zuladung gibt es 4 von 5 Punkten. Wir können 241 Kilo zuladen. Ich muss mal aus dem Wind raus kurz. Dicke Böe. Hörst du das? Ja. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir müssen ja hier mit den widrigen Umständen umgehen. Also 241 Kilogramm dürfen wir zuladen, 100 Kilogramm pro Person sollte ein Auto immer haben, finde ich. Hat man hier auch also 4 von 5 Punkten und der Jan-Faktor, da gebe ich auch ganz bescheidener 5 von 5 Punkten, weil ich den Wagen am liebsten behalten möchte. Ja, der passt halt so gut zu dem Bigger, ne? Das ist so Schneewittchen und Bigger halt, würde ich sagen. Dann sind wir schon im Vielfahrersegment. Effizienz gebe ich 4 von 5 Punkten tatsächlich. Cadillac geht raus im Neftverbrauch oder im Durchschnittsverbrauch von 14,1 Liter. Wir sind jetzt 800 Kilometer gefahren mit dem Auto und kommen auf einen Durchschnittsverbrauch von 13,4 Liter. Wir sind unter Nefts geblieben mit einer Corvette Z06. Gut, hat so ein bisschen was mit dem Wetter zu tun, ein ganz klein wenig. Jens hat auf seiner Schneestrecke einen Durchschnittsverbrauch von 8,4 Liter erfahren mit dem Wagen. Wie gesagt, der hat Zylinderabschaltung und mit dem V4 kannst du halt auch ein bisschen weniger Sprit brauchen. Natürlich, wenn du mit dem Wagen jetzt ballerst, dann nimmt er natürlich deutlich mehr. Aber es ist ja schon faszinierend, dass du mit so einem Supersportauto, wenn du sitzsam fährst, egal ob nun wegen Wetter oder nicht, unterhalb des Nefts rauskommen kannst. Also 4 Punkte, ein ziehe ich quasi ab vom Verbrauch. Oh, der Wind kommt von überall jetzt hier, tut mir leid, aber das müsst ihr ja auch mal wissen, ne? Hinter den Kulissen quasi. Ein Punkt ziehe ich ab, weil ich, wie gesagt, mir vorstellen kann, wäre das Wetter die ganze Zeit schön gewesen, wären wir so über 20 rausgekommen. Kann man mit dem nämlich, glaube ich, auch machen. Und man merkt auch, wenn du Kurzstrecke in der Stadt fährst, mag der natürlich gar nicht. Ne? Dann nimmt der auch mal 30 so auf 2 Kilometer. Nicht 30 Liter auf 2 Kilometer, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, Fahrkomfort, Sitze, Fahrwerk. Wir haben ein adaptives Fahrwerk und es ist ein sportliches Auto. Dennoch finde ich, dass man aus dem Auto, wenn man dann wieder ausgestiegen ist, also wenn man es schafft auszusteigen, ihr habt ja gesehen, wie ich eingestiegen bin und ich bin auch einmal vorher ausgestiegen. Ist nicht lustig, vor allen Dingen, wenn der alte Jan sich da raus und reinquälen muss. Nee, reinquälen musst du nicht rausquälen, das stimmt. Einstieg finde ich okay. Also wenn du erstmal sitzt, dann ist der Wagen eigentlich bequem. Trotz mega sportlichen Schalensitzen hier und, finde ich doch, vom Fahrwerk her, also wenn du ruhig und sitzsam über die Landstraße fährst, ist es super komfortabel auch. Also nicht super
komfortabel, aber für so ein sportliches Auto auf jeden Fall. Fertig. Geräuschniveau gebe ich auch 4 von 5 Punkten. Für ein Cabrio, finde ich, läuft er auch bei höheren Geschwindigkeiten noch sehr ruhig. Das muss man ja, es ist nun mal ein Cabrio, ne? Die sind ja per se ein bisschen lauter. Und das Schöne ist ja, Motormanagement oder quasi den Klang kannst du ja schalten, ne? Entweder leise und dann stufenweise hoch bis Rennstrecken-Sportklang, also für den Tunnel halt, ne? Aber das Schöne ist halt, wenn du auch leise den Motor einstellst, dann läuft der Wagen wirklich, ne? Kannst du richtig cruisen mit dem Ding. Trotz 50 Millionen PS, ne? Läuft schon. Nee, fand ich schön. Hat mir Spaß gemacht. Ergonomie gebe ich nur 3 Punkte. Ihr wisst ja, Amis finde ich jetzt nicht ganz so blöd, aber dennoch finde ich immer, wie die Schalter setzen teilweise und jetzt hat er gar nicht so viel, aber ich finde immer wieder, jetzt auch in der Corvette, wenn du in einem Auto sitzt und irgendwas anderes machen willst, außer fahren, dann ist mal so, erstmal weißt du auch nicht so wirklich. Gut. Assistenzsysteme, ja, Basis, ne? Ein Tempomat. Ups. Fertig. Der funktioniert. Da kann ich eigentlich nicht mehr als 2 Punkte geben. Und die Bedienung Infotainment-System habe ich hier 3 Punkte stehen. Ja, also das ist wohlwollend 3 Punkte gegeben. Eigentlich müssen das auch 2 sein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf dem Display rumgehämmert habe, weil ich irgendwo hin wollte und das hat mal wieder nicht reagiert. Davon mal abgesehen, die ganze Grafik und so, da denkst du dann auch, ey, meine Herren, ne, Amis, was ist denn los mit euch? Kann man sich ein bisschen schicker machen, aber das ist halt amerikanischer Geschmack und die finden das ja alle gar nicht dramatisch. Da sind wir dann wieder, ne, europäische Snobs. Aber ich finde, das machen wirklich europäische Hersteller besser. Punkt aus, fertig. Und auch vom Klang der Boxen war ich nicht ganz so angetan, da gebe ich auch 3 Punkte, weil wenn ich mir so ein Auto hier kaufe für 140.000 und das ist ein Cabrio, dann wissen die ja, wie sie ihre Boxen da irgendwie platzieren müssen und was sie machen müssen. Da würde ich mir schon ein bisschen mehr Klangqualität vor allen Dingen wünschen. Im Cabrio kannst du vom Qualitätsanspruch zwar immer ein Stückchen weit runtergehen, aber beim 140.000 Euro Auto, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Es ist aber auch wie amerikanisch gefärbt, der Klang. Ne? Bass, ganz, ganz wichtig. Es ist immer basslastig, so ein System der Amis. Und Höhen können die auch noch so einigermaßen. Und die Mitten, dann denkst du mal so, wo sind die denn jetzt gerade? Also gerade wenn er aufreißt, ist jetzt nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Ja, und Familie gebe ich Airbag vorne abschaltbar. 1 Punkt, geht nicht. ISOFIX-Halterung natürlich auch nicht. Einklemmschutzfenster hat er auf der Beifahrerseite, gebe ich 3 Punkte, aber ich meine eigentlich so wie nicht getestet und praktische Elemente für die Familie 1 Punkt. Ich meine, man könnte auch sagen 5 Punkte, ne? 5 Punkte, weil nur ein Zweisitzer. Du kannst maximal einen mitnehmen, aber nein, nein, nein. Wir sind ja hier ordentlich und da ist auch nichts halt. Ne? Muss ja auch nicht sein. Und das ist ja das Schöne, diese 3 Blöcke, die ich habe, die sind ja völlig unabhängig voneinander. Kein Auto muss ja alles erfüllen und es wird es auch gar nicht geben, glaube ich. Naja, mal gucken. Ja, das soll es gewesen sein. Und darum, Gesamtpunktzahl interessiert auch gar nicht. Aber schön ist es schon, ne? Findest du auch, Joanna, ne? Ist schon schick und macht auch richtig Spaß. Also kann man gar nicht anders sagen. Und das muss man auch mal sagen, die 3 Mitbewerber, die ich genannt habe, ist ja schon schwer genug, Mitbewerber zu finden, gerade hier für die Z06, wegen der Performance. Alle 3 Mitbewerber haben deutlich weniger PS, kosten aber auch deutlich mehr. Ne? Das sind jetzt hier 140.000, ist nicht Einstiegspreis, ne? Das ist alles zick und zacki dran, Konfiguration auf der Webseite, ne, zu dem Beitrag hier von dem Video, da fangen die anderen noch nicht mal an bei 140, ne? Also zumindest in der Leistungsklasse, die sie auch gar nicht erreichen. Und von daher, wer nochmal vor dem ganzen, vor der Elektrowende, sagen wir mal, ne, vor der mobilen Elektrowende, wer nochmal ein V8 fahren möchte mit Richtung, richtig Leistung, und dafür nicht Unmengen ausgeben möchte, sondern nur 140.000 Euro, ja, schreibst du mal einen Monat keinen Brief, ne? Ich soll das Geld wieder in der Portokasse. Nein, dann ist das schon die preiswerteste Möglichkeit. Wenn wir jetzt nochmal ehrlich sind, und da sind wir ja hier bei Ausfahrt TV, wer würde das Cabrio nehmen? Beim Z06, ich glaube niemand. Ne? Also wenn, dann willst du das Coupé haben, das ja auch ein Targa-Dach hast, da kannst du das Dach ja auch rausnehmen, hast auch so ein bisschen Cabrio-Feeling, wenn du denn möchtest.
Aber eigentlich möchtest du ja ein festes Dach haben, weil wenn du auf der Rennstrecke bist, dann gehört es irgendwie dazu, dass du ein Dach hast, finde ich. Und der ist für die Rennstrecke letztendlich auch gemacht. Und das ist auch wieder so ein Ding, naja, komm, la la la. Ja, aber mich würde mal interessieren, ob da draußen einer meiner Zuschauer, der dieses Video jetzt auch noch sieht, sagt, Z06, du hast die Wahl, Coupé oder Cabrio. Ja, ich nehme das Cabrio. Bitte, identifiziere dich. Trau dich mal, ne? Sag mal, merk mal auf hier. Kannst ruhig mal machen. Gut, das soll es gewesen sein. Meine Meinung zur Corvette Z06 Super Sport. Ne, Super Charge steht hier. Ich dachte, ich kann die ganze Zeit spieken. Nein, Super Sport als Cabriolet. Das war's. Ich verabschiede mich wie immer. Nee. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ne? Und eure Meinung gerne in die Kommentare. Aber ihr könnt natürlich auch das Hauptvideo kommentieren. Das ist ja nur eine Ergänzung. Ja, ich trete aus dem Bild, sage tschüss, bis dann. Euer Jan.